Hallo, ich bin's wieder, eure Lena. Eigentlich wollte ich mich ja schon lange bei euch gemeldet haben, aber die Grippewelle, die ging an unserem Team auch nicht spurlos vorbei. Und wenn ich jetzt mal so aus dem Fenster gucke, ich glaube über Winterdienst und das Thema Streuen, darüber brauchen wir nicht mehr drüber reden, das kann ich mir sparen. Denn die Saison, die ist jetzt erstmal durch. Aber wie habt ihr denn den Winterdienst wahrgenommen? Hat alles funktioniert, wie es sollte? Wie war das mit dem Räumungsdienst und dem Streuen? Gebt uns doch mal ein Feedback, darüber würden wir uns sehr freuen. Danke auch für eure Anregungen via Facebook, wenn mal etwas nicht klappt. Wir versuchen natürlich so schnell wie möglich darauf zu reagieren. Ihr könnt uns auch posten, wenn mal etwas super klappt und eure Zustimmung findet. Darüber würden wir uns freuen. Mein zweites Thema ist mal etwas anderes und zwar, was macht der Spreewald im Winter? Und damit meine ich nicht den Winterschlaf oder so, sondern im Gegenteil. Diejenigen von euch, die nicht das Glück haben, hier im schönen Spreewald zu wohnen, für die möchte ich mal ein paar Einblicke geben über die umfangreichen Angebote gerade zu dieser Jahreszeit. Ich meine zum Beispiel die wunderschönen, berühmten Winterkahnfahrten, wo ihr kuschelig eingemummelt den Geschichten des Kahnfährmanns lauschen könnt. Oder Winterpaddeln durch den zauberhaft verträumten Spreewald. Ja, und danach geht's vielleicht noch in die Sauna oder in die Salzgrotten. Ihr merkt schon, ich mache heute die Promotante, aber das ist auch in Ordnung. Ich lade euch ein, kommt mit eurer ganzen Familie in den Spreewald, denn hier ist immer, wirklich immer was los. Und wenn ihr keine Unterkunft findet, ihr wisst ja, wir haben Ferienwohnungen, fragt uns einfach an. Tja, und dann heißt es ja auch wieder. Lübbenau, hello! Die närrische Zeit beginnt. Und der Lübbenauer Karnevalsclub möchte mit euch am 25. und 27. Februar im Kolosseum zusammen feiern. Ich zeige euch mal den Flyer. Okay, und wenn ihr mehr Informationen braucht, geht einfach auf die Homepage vom Karnevalsclub Lübbenau. Dort findet ihr alles. So, das war's dann schon wieder für heute. Das wird ein spannendes Jahr. Die GWG wird 60 und wir haben zugeschlagen. Bei wem und was? Mehr erfahrt ihr in Kürze von mir. Bis dahin, feiert schön, geht zampern, feiert den Karneval, habt eine schöne Zeit und immer auf die Mutti hören.